Geh mal zum Ziel. Ich hoffe, es gibt da keine exzessiven Items zu gewinnen. Oh nein, oh nein. Das war auch gut, dass ich da nochmal zurückgekommen bin. Es sind ja gleich zwei Ivaroks. Was zum Fick? Zwei Ivaroks. Als ob. Also das ist so gedacht. So. Das hat noch nicht gereicht, um ihn zu erledigen. Aber jetzt geht er down. Der eine schon mal. So. Oh, Bernstein. Shit. Weil ich den falschen, das falsche Modul wieder ausgewählt habe. Ich wollte das Mob-Modul haben, um wieder ein bisschen zu stunnen. Das Mob-Modul ist auch wirklich gut gegen die. Generell. Sehr schön. So. Er hat es bald hinter sich. So, runter mit den verdammten Armen. So. Ja, die Musik wird intensiver. Zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, ich kann auch so besiegen, ohne Schmidt-Angriff. Aber das sind noch Gegenstände. Naja, passt schon. Exalanze. Und das war's einfach so. Okay. Das war's einfach. Oh Mann, so viele neue Waffen. Liefer auch eine weitere Lanze. Weiter Felsspatte für Daruk und. Oh, Schwertlinge in den Haufen. Nice. Honigbomber? Plus 20% mehr Rubin. Oh, what? Krass. Deine Kraft. Die meine hingegen. Ist es das, was du gerade denkst? In jüngster Zeit erscheinen immer mehr Monster. Das heißt wohl, dass die Verheerung naht. Die Zeit läuft uns davon. Noch immer kein Anzeichen meiner Kraft. Prinzessin. Denkst du nicht, dass es ein Fehlschluss ist, dich voller Ungeduld mit Link zu vergleichen? Er ist noch immer derselbe, der er war, bevor er dieses Schwert aufnahm. Er ist bereit, sich allem zu stellen, dem er gewachsen sein mag. An etwas anderes verschwendet er keinen Gedanken. Diesbezüglich ist er genauso wie du. Schließlich hast du auch niemals aufgegeben. Dennoch, ich habe... Der Deku-Baum sagte doch, du sollst dir nicht länger Sorgen machen. Weißt du,
Du machst überhaupt nichts verkehrt. Vertraue auf dich. Ich danke dir, Urbosa. Die Piloten der vier Titanen und der Ritter, der für die Niederschlagung der Verheerung unabdingbar war. Auf König Rohams Geheiß versammelten sich die fünf bei einer feierlichen Zeremonie und wurden allesamt zu Recken ernannt. Unter dem Jubel des Volkes endete die Zeremonie und den Recken ward ein kurzer Augenblick der Ruhe gegönnt. Hiermit sollten wir endlich für die Versiegelung der Verheerung bereit sein. Es gibt gar keinen Zweifel. An eurer Seite der Ritter, der mutig die Dunkelheit versiegelt, dann die vier Recken. Oh, hey, sei doch endlich mal still. Anders als du ist die Prinzessin sehr beschäftigt. Also gut. Wenn du die Prinzessin so sehr magst, dann mach dich endlich nützlich. Ihr beiden, bitte keinen Streit. Die Güte der Prinzessin auszunutzen. Was für ein egoistischer kleiner Wächter. Sag, Daruk, worüber wir neulich sprachen. Oh, du wolltest mit mir zusammen trainieren. Ich bin allzeit bereit. Vielen Dank. Weißt du, ich möchte stärker werden. Und dann mit ihm. Oh je, ich hab nichts gesagt. Weg von mir. Lass mich in Ruhe. Such dir einen anderen Streithahn. Sofort damit auf. Geh weg von mir. Welch eine Plage! Ach. Ich strahle gerade zutiefst, als ich volle dem Mifas-Moment gerade erleben musste. Oh Mann! Und da wir gerade von dem Mann reden, Alter, übertreibt es halt! Rückeroberung von Akala. Das gilt es also demnächst zu tun. Aber vorher. Oh Mann! Da fehlt mir Geflügel, was? Na toll. Aber hier. Da kann ich wenigstens Daruk verstärken. Oh, noch eine Leunurkunde? Das darf nicht wahr sein. Oh, jetzt können wir mal wieder mal steuern. Ah, da gibt es zwar Leunen, aber ja. Oh, ein Herzcontainer für alle? Toll, gut gemacht. Oh, so nein, mehr EP von Gegnern. Und 5% weniger Schaden durch Gegner? Alles klar. Prima, gut gemacht. Okay. Was gibt's denn noch alles für Nebenkämpfe? Ach. Da fehlt es mir an Elektroschleimschläß. Und hier an diesen Wassermelonen. Eine ganz große Klasse. Und hier fehlen mir noch so Maxi-Barsche oder was das auch sind. Aber hier. Hier kann ich wenigstens Rivali verstärken. Da geht noch mehr. Einen besseren Kombo-Angriff in der Luft. Und hier. Schnellere Herzregeneration. Okay. Wunderbar! Ho! Sehr schön. Oh, da fehlt auch noch was. Alter, wie viel fehlt denn da? Oh nein. Shit.
Für 2 Herzen gleich für Mipha. Alles klar. Nur bestimmte Kämpfe. Ja, da steht's ja auch. Da soll ich auf die Sonderregelung achten. Ja, darauf habe ich nicht geachtet, ich Depp. Vielleicht sollte ich erstmals die Registration rausnehmen. Ich sollte erstmals die ganzen Nebenkämpfe machen, bevor ich dann noch beschließe, hier diesen Missionen mich zu widmen. Und dann die... Und dann gucken, ob dann noch irgendwie Items übrig bleiben. Weil hier zum Beispiel Leunurkunde, es fehlt immer noch so einiges. Oh, ah, aber hier kann man Mipha noch verbessern. Ich werde mir mehr Mühe geben. Einen weiteren, längeren Kombo-Angriff. Nice. Aber dass ich nie genug Leunurkunden habe. Ja, alles zu seiner Zeit. Ja, hier kann ich immer andere Charaktere auswählen. Gut, dass ich das weiß. Es gibt also noch so viel zu tun. Durch die Wüste, ha? Huh? Auch hierbei muss ich gegen einen Moldora antreten. Hm, dafür gibt es auch einen Trupp. Oh, da gibt es auch diese Wasser. Alles klar. Ja, dann gilt es, das hier auch zu machen. Hm. Also es gibt ja einen schönen Haufen Nebenkämpfe und vor allem auch einige Quests hier zu erfüllen, wobei ich einen Haufen Zeugs noch benötige. Und andere muss ich jetzt wieder in Leunen irgendwo dazwischen bekämpfen. Oh, und ich sehe gerade, hier ist die Vulkanhose. Jetzt gibt es die Vulkanhose als Belohnung. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir fangen erstmals hier in der Wüste an. Aber da wechseln wir natürlich den Charakter zu einem anderen. Oh. Zu den schwächsten Glied immer noch. Und das ist diesmal Impa. Oh. Königliche Beraterin Impa, bereit. Hm. Ja, aber alles zu seiner Zeit. Ich muss erstmal noch gucken, dass ich ihren Treue-Kodashi mal verbessere. Ach, hier gibt es diese nötigen Fische zu kaufen. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmals, Geflügelvolle, den brauche ich einen Haufen. Zuallererst mal schaue ich bei der Schmiede, dass ich ihr neues Schwert verbessere. Der gerade Treugodashi sieht auch ein bisschen interessanter aus, muss ich sagen. So. Combination. Sehr schön. Damit hat sie eine deutlich stärkere Waffe. So. Oh Mann. Dann starten wir mit ihr auch gleich durch. Und holen uns zusätzliche EP. Mit 7% mehr EP. Nom. Mal los! Mit Impa können wir ja auch gut abgehen mit ihren Angriffen. Vor allem kann man auch ganz schnell ihre Superleiste immer auffüllen, also kann man wirklich durchaus mehr machen. Also das ist fast schon, ich weiß nicht, Impa ist ja fast schon mein Favorite gerade. Aber es ist schwierig, das noch zu beurteilen, weil noch habe ich ja nicht alle, oder habe ich eigentlich schon alle Charaktere freigeschalten? Ich bin mir nicht sicher, wie viele da noch kommen werden, die spielbar sind, weil ich weiß ja zum Beispiel, in Original Hyrule Warriors war ja selbst Ganon, also im ersten Hyrule Warriors auch Ganon spielbar, also ja, man weiß nie. Begib dich nach Gerudo-Stadt. Ist kein Ding. Aber es sieht so aus, als wird das nicht so einfach. Ja, da kommen schon die nächsten Monsterhorden. So. So, immer aufpassen. Das letzte Symbol. Okay, immer fester Ruf hier.
Come on. Nein, das war falsch. Shit. Symbole lassen nach. Toll. Okay, das war's. Okay. Der erste Kommandantin schon mal gerettet. Alter, jetzt mal Schluss mit diesem blöden Bogen. So. So, jetzt war. Die Symbole sammeln. So, und jetzt hier. Ich hoffe, ich treffe auch den blauen Map. Ja, ich treffe ihn auch damit. Haha, nice. Und Level up. Oh, jetzt aber. Stasis. Diesmal war es das Richtige. Und tschüss, Kowski. Danke. Bin froh, dass er dir gefallen. Wusste, dass er gefallen wusste. Schnell Symbol sammeln. So. Und jetzt wieder Ulti. Ultimative Ulti. So. Immer fest drauf hier. Der Feuermoblin ist so gut wie down. Oh, damit kann ich gleich, konnte ich gleich zwei Symbole auf einmal sammeln. So, aber das war's noch nicht. Da kommt noch was. Oh oh, Moldora. Gilt es, das noch zu besiegen? Shit. Come on, du. Oh ja, jetzt. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Ah, das erreicht ihn nicht. Was soll die Scheiße? Gerudo-Kommandant, unterstützt mich dabei noch. Ah, shit. So, jetzt aber habe ich ihn erwischt. Das ist ordentlich wehtut hier. Und noch das oben drauf. Bam. So, jetzt ist er so gut wie down hier. Wolf ist zu drauf. Okay, komm jetzt. Eis? Ja. Alter, wie viele Angriffe hätte er einstecken muss dabei. Ich kann wirklich eine gewaltige Kombo einsetzen.
Ah, shit. So, aufpassen. Und Eis wieder. Und das wär's. Nice. So sehe ich doch gerne. Holt mir auch die Level-Ups. Und auch eine weitere Waffe rüber. Und hier die Frostmelone. Ich hoffe, die brauche ich nur ein einziges Mal hier. Für eine weitere Nebenquest. Um meinen Charakter wieder zu verstärken oder besser gesagt zu verbessern. Ach du Scheiße. Jetzt gegen die Gerudo selbst nochmal antreten. Oh, da gibt's noch mehr Frostmelonen. Ah, da wir gerade von Frostmelonen reden. Sehr schön. Nicht übel. Eine breite Spitzeangriffsleiste für Obosa. Ob wir da auch noch Elektro-Schleim-Gelees irgendwie gegenübertreten könnten. Den Maxi-Bärschirm muss ich dann noch kaufen. Vielleicht markiere ich das mal schnell. Und ja, da ist auch der Laden. Hi. Mit Maxi-Bärschen. Moment. Achso, Ausdauerbärsche ist das. Wieso habe ich so wenig Kohle? Ach, stimmt, habe ich bei einer weiteren Nebenquest alle ausgegeben. Na toll. Ich sehe auch gerade, es gibt keine Mission, wo es Elektroschleimschlees zu kriegen gibt, ne? So schaut's wohl aus. Aber Geflügel, weiß ich, gibt's hier ja auch im Laden. Oder? Lassen wir das jetzt mal. Hier gibt es sogar Edelgeflügel. Na schön, dann wir werden zum Abschluss noch einen weiteren Kampf hier bestreiten. Weitere Charakter zu verstärken hier. Zusätzliche Erfahrung. Ja, das finde ich auch. Okay. Dann gilt es wieder loszulegen mit Obosa und Impa.